Herzlich willkommen zurück zur Schicksalsklinge, dem HD-Remake des DSA-Klassikers aus dem Jahre 1992. Wir waren gerade auf der Reise in einen Ort, dessen Name wir vergessen haben. Und ja, machen da jetzt weiter. Ich starte mal eben das Spiel. Das war irgendwas wie Feldstein oder so. Okay, wir sind gerade bei der Raststätte, oder quasi, wir rasten gerade. Zunächst mal Vorräte auffüllen, soll man da versuchen. Achso, die hat schon. Okay, dann machen wir damit schon durch. Ja, aber bei der nächsten Raststation könnten wir auch fast beim Delo nochmal einen Stabzauber versuchen. Ja, bei euch beiden eigentlich, oder? Hatte ich nicht? Nee, ich hab den dritten schon fertig, genau. Also du hast auf jeden Fall, ja, ihr habt ungefähr gleich viel. Ja, lass auf jeden Fall bei beiden dann versuchen. Ja, reicht nicht, okay. Okay. Und beim Gundo, beim Delo vielleicht? Ja, vielleicht weil der noch ein Schatz sogar weniger weit ist, ne? Genau. Und er hat, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Ist gelungen. Sehr gut. Das heißt, der hat jetzt auch dann. Das ist den zweiten. Okay, gut. Delo hat also den zweiten, ich habe den dritten. Moment mal, war nicht der erste schon das mit dem Licht? Nee, der erste ist einfach nur, dass man. Also, dass der Stab magisch ist. Ach so, okay. Das heißt, der erste überhaupt gelungen. Genau, das ist der erste überhaupt Okay. gelungene. Und der erste ist fix, der zweite ist Licht, der dritte ist Seil und der vierte ist Astralenergie sparen. Dann kann der Gundolf aber nach Blätter, nach Kräutern suchen. Ja. Auch wenn das wahrscheinlich wieder nicht hinkriegt. Ja. Ah, doch. Ah. Die Mandara sollte noch nach Essen suchen. Ja. Keine Tiere. Ja, aber dafür Wasser. Ja, hier in Auplag sollten wir nochmal wieder speichern. Aus Prinzip. War. Ich wollte gar nicht weiter. Obwohl ist eigentlich egal, machen wir eh Ja, nichts in der machen. Stadt gibt's glaube ich auch sonst nichts. Feldstein heißt der Ort, hast also recht Genau. gehabt. Erkennt in der Ferne eine einzelne Person, die euch auf dem Weg entgegenkommt. Sie bewegt sich verdächtig Wir gehen langsam. ja keinem Kampf aus dem Wollt Weg, ihr deswegen einfach Weg einfach fortsetzen, oder? fortsetzen? Die Person, die euch entgegenkommt, ist eine ältere, einfach gekleidete Frau. Ha, seht euch vor! Ich höre noch ganz gut und bin längst nicht schwer bei Verstand. Die Alte springt geschwind wie der Blitz nach vorn. Ihre Faust. Das Zeug schmeckt fürchterlich, aber es wärmt euch gründlich von innen. Ich hab auch was zu essen. Wir könnten Hm, vielleicht das war irgendwie gemeinsam was rasten. Drogenmäßiges anscheinend, ne? Wir Mhm. sind alle irgendwie negativ beeinflusst hier. Vergiftet oder Ja, nur es wird leider nicht verdrogen? angezeigt, was es ist. Ja. Wahrscheinlich Ja, nee, Alkohol, essen wir ja. auch was. Bitte? Essen wir auch was. Wenn wir jetzt Ja, schon ja. verdrogt sind, ist auch was gut, Freundchen. was zu essen. In dieser Gegend ist man ja froh, wenn man überhaupt jemandem begegnet. Und als Die raubt uns doch aus, oder? arbeitslose Frau alleine Kann gut wandert. sein. Die Weiß nicht. Alte kramt allerhand Essbares aus ihrem Rucksack. Brot, Wurst, Käse, getrocknete Beeren. Eigentlich habe ich ja eben erst. Die Frau plaudert munter weiter und lässt euch kaum zu Wort kommen. Ich es vergesse, ihr wollt doch nach Feldstein. Steinschlag, okay. Da müsst ihr. Sie verschluckt sich und hustet. Falls ihr in Feldstein Isleif Olgardsson trefft, richtet ihm einen schönen Gruß von mir aus. Ja, den suchen wir ja Sagt da, ihm ja. einfach, seine Janda grüßt ihn. Yanda sagt mir aber auch Sonst brauche ich irgendwas, der nur an Name. nichts erinnern. Mir nicht. Beinahe eine Stunde lang bricht der Redefluss der Alten nicht ab. Nur wenn sie gerade herzhaft abbeißt. Na gut, also ich gucke mal, was es jetzt heißt hier. Betrunken, ja.
Am Wegesrand erkennt ihr einen Felsüberhang. Es scheint ein... Vorräte? Besoffen? Ja. Ah, sehr gut. Ja, ich zitiere mal eben kurz wieder aus dem DSA-Foren. Ja. Über die Zufallsbegegnung mit der alten Yanda. Ja. Gilt jetzt natürlich für die alte Version, ich weiß nicht, ob das inzwischen gepatcht haben. Bei dieser Begegnung zwischen Feldstein und Orkander verlieren sie weder Helden noch stirbt jemand. Das Besondere hierbei ist, dass der Rechner einen Reset durchführt, wenn man sich vor Yanda versteckt und urplötzlich aus einem Versteck rauskommt. Yanda erschrickt und wird ohnmächtig. Sollten die Helden einfach weiterlaufen, wird man vom Programm gefragt, ob man dabei kein schlechtes Gewissen habe. Wenn man antwortet, man sei ein schlechtes Gewissen gewohnt, wird besagter Reset ausgeführt. Okay. Bei einem reinen DOS-Rechner ist das kein Problem, aber bei einem Windows-Rechner können Probleme mit dem Neustart des Betriebssystems auftauchen, da Windows unkorrekt beendet wurde. Oh. Daher sparen sie sich die Probleme und begegnen Yanda aufrecht und ohne Furcht. Sie wird ihnen nichts tun. Ja, das haben sie wahrscheinlich doch gepatcht. Beziehungsweise ja, wahrscheinlich. Also das ist ja natürlich jetzt einfach ein ganz anderes Programm so von der Ausführdatei. Also ja, ja, klar. Finde ich aber trotzdem witzig, dass es quasi auch Strafen in der realen Welt gibt dafür, dass man der dann gegenüber unfreundlich war. Ich glaube, meinst du, das ist so gedacht gewesen? Ich glaube nicht, dass es so gedacht gewesen ist, aber wenn es nicht so gedacht gewesen ist, dann ist es zumindest ein witziger Zufall. Ja. Hier gibt es immer so mal einen Waffenstand. Ja, auf jeden Fall gucken, ob wir uns da gut rüsten können. Ja, wenn unsere Helden alle die Rüstungsschutz nach oben schrauben, dann trifft am Ende keiner mehr am Kämpfen. Ne? Ja, das stimmt. Dafür sterben war auch nicht so leicht. Ja, gut. Also zumindest so Sachen, ich meine, selbst wenn wir dann nicht... Ja, ja doch, wir finden da schon noch gute Rüstung. Gut. Oder, ja. So, ist das jetzt der Waffenstand? Ja. Der Stand ist zwar unbesetzt. Ach so. Ist nicht, ja, man muss wirklich darauf achten, welcher verdammte Tag es ist auch noch. Ja. Also. Und auch nicht an jedem Markttag, sondern am ersten und dritten Markttag des Monats. Des Mondes. Schafe. Gucken, wo die hingehen. Na gut, dann weiterreisen, ne? Oder ja, so. Gab's in der Stadt sonst noch irgendwelche Läden? Ja gut, sonst ist es auch egal. Ja, eigentlich brauchen wir nur Waffen. Ja. Ja, oder Rüstung. Ja, aber nee, sonst Rüstung nicht, gab's nicht mehr. Oberorten. Zwischen eine Stadt gleich von Feldstein entfernt. Ja. Und du hast Wandersmann. Wandersmann jetzt. Ja. 15 von 20, was immer das heißt. Aufstehen zu bleiben. Am anderen Ufer des Yaldorf. Nee, da gehen wir natürlich jetzt auch auf den Boden. Jedenfalls. Das klingt wieder nach großer Scheiße. Ja, lass das Floß trotzdem bauen. Ja. Da kann viel schief gehen. Ja. Puh, okay, er hat nur ein bisschen was verloren an Lebensenergie. Okay, auch Gerhard auch, ja. Ja, gut, Tunaf hat's geschafft. Da auch. Gut. Nachdem wir alle glücklich und mehr oder weniger zufrieden das gegenüberliegende Flussufer erreicht habt, könnt ihr erkennen... Okay, dann soll jetzt mal Mandara-Kräuter suchen, weil die kann das wenigstens. Genau, vielleicht lassen wir sogar alle Kräuter suchen. Stimmt, ja. Zwei Tanelen, eine Schuhenknolle, einartiger Krötenschemel, das klingt doch cool. Das hat sich gelohnt. Janto, mal gucken, was der kann, gar nichts wahrscheinlich. Nein, du kannst gar nichts. Gerbert. Ach so, Mist, jetzt. Ah, okay, das ist natürlich jetzt blöd. Ja. Na gut, wenigstens hat man da. Besser jemand anderen, aber ja gut, jetzt. Jetzt schicken wir noch jemanden Vorräte auf. Genau, den Delo. Ja. Dann kann nämlich der Gundolf nochmal wieder einen Staff drauf. Also der hat Wildnis neben minus 4, das ist auch nicht gerade geil. Der ist ja auch nicht so. Das ist Gerbert. Ja, der hat alles so. Auch alles sehr schlecht. Ja. Ach komm, mach mal den hier. Er findet immer im Wasser. Genau. Lass den Gundolf aber nochmal Stabzauber versuchen. Yes!
Miss Gunn läuft jetzt durch mit den Stabzaubern. Sehr gut. Das ist natürlich auch nicht so wie im Original DSA von damals, ne? Genau. Da gab es deutlich mehr Stabzauber und die haben auch anderes noch bewirkt. Da gab es ja dieses Schwert, was man fährt. Genau, das Flammenschwert wäre jetzt Nummer 5, das wäre sogar das nächste. Ah ja. Lass dich mal ruhig mehr als 5 Stunden schlafen, wenn die jetzt gleich wieder. Erstmal gibt es Kampf. Und auch, ja. Alter, der fette Säbel. Skelett? Untote hier? Kultisten? Mit ein Kultist mit Skeletten? Moment, ist das so, wenn ich einen Kultisten töte, dass die Skelette dann tot sind? Nein, ich glaube nicht. Aber trotzdem sollten wir den Kultisten als erstes töten für den Fall, dass er zaubern kann. Ja. Wow. Okay. Es lohnt sich nicht, auf die Skelette mit Pfeil und Bogen zu schießen. Ja. Die sind immun gegen Stichschaden. Ja. Das war auch schon zu DSA 3 Zeiten so. Eigentlich machen sogar einzig Hiebwaffen vollen Schaden, glaube ich. Also insofern auf jeden Fall den Zwerg auf die Skelette-Cam hauen lassen mit seinem. Ja, nur dass der Zwerg halt nicht trifft, ja. Gut, und dass der Zwerg noch. Ja, gut. Meinst du, der so? Ja, gut, okay. Also, ja. Fehlgeschlagen. Mit der Mandara würde ich, glaube ich, auch erstmal Alter, Kampf. Ja, die ist schon fast tot, ja. Ja, die muss schnell wegrennen und dann Kampfzauber machen. Ja. Das ist aber erstmal Gundolf. Der sollte auch zaubern. Ja. Auf den Kultisten am besten. Fulminictus! Yes. Sehr schön. Na, immerhin noch 7 Lebenspunkte. Ich würde ihn noch ein bisschen mehr zurückziehen. Je weiter du die zurückziehst, also genau, also noch, ja, desto besser. Ansonsten rennt das Skelett auf die zu und kann die trotzdem angreifen. Fulminictus! Ja. Das sehe ich alles gar nicht gerne hier. Was denn? Ja, die sind ja doch schon, also. Die sind, glaube ich, schon eine andere Kategorie jetzt als die Räuber, die wir bisher gesehen haben. Delo hat auch nicht mehr so viel Zauberzeug. Vielleicht reicht es für einen Blitz? Oder fang erst nochmal mit dem Fulminictus an. Fulminictus! Yes. Ja. Ein Lebenspunkt, fuck, das hat nichts gemacht. Also war es 11? Oh, die treffen auch einfach nicht, diese Spatten. Ah, der hat getroffen. Der Zwerg hat getroffen. Okay. Dafür soll es auch ein Achievement geben. Du siehst es wieder ziemlich verzögert, glaube ich. Jetzt hält's gerade. Ja, okay. Jetzt geht's wieder weiter, ja. Jetzt greifst du gerade das Skelett an, oder? Ah, oder die Kultisten, ja. Ja, genau, dann ist wieder das. Genau, jetzt sehe ich wieder was. Schwierig. Okay, also, das ist jetzt Gundolf. Gundolf hat auch so wie keiner Astral. Ich würde noch versuchen, ob er nochmal einen Blitz wirken kann auf den Kultisten. Ja. Das ist immer gut so zum Abschluss. Ah, ja, hat funktioniert sehr gut. Aber der Kultist kann anscheinend nicht zaubern, oder er zaubert zumindest nicht. Ja. Dann kann ich sag mal, da sollen wir jetzt hier Schusswaffen wechseln und dann auf den Kultisten, oder? Ich würde sagen, lass erstmal noch Fulminictus auf die Skelette. Ja, bringen die was? Auf Skelette geht das? Die gehen doch ins Hirn, oder nicht? Die Fulminictus. Ja, früher war das so. Ich glaube, heute gehen die auf den Astralleib. Stimmt. Deshalb, ja, ich weiß es nicht. Ja. Streng genommen soll das nicht funktionieren, aber ich könnte mir durchaus funktionieren. Oder trotzdem. Komm, ich würde wirklich erstmal sagen, der Kultist soll weg. Ja, gut, dann machen wir den weg. Fulminictus! Yes. Und 10 LA, sehr gut. Sehr gut. So viel kann der aber auch nicht mehr haben, eigentlich. Eigentlich nicht.
Aber der ist extrem krass. Ich meine, er hat auch keine Rüstung großartig oder was. Mhm. Der hat, glaube ich, der ist viel. Ja, gut, der hat ein Schwert. 5 LE. Wenn die Skette können offenbar nicht besonders viel. Mhm. Gunnar eben ziemlich verletzt, aber seitdem nichts mehr, das stimmt. Aber der Gerbord ist auch schon einigermaßen angeschlagen. Ja. Ja, ich kann leider nicht großartig heilen. Gerade geht wieder gar nichts. Ja, dem wird wahrscheinlich in den Rücken geschossen von dem Skelett. Ja. Und ja, soll die Elfe mal zu dem schießenden Typen gehen, dass die mal auf. Obwohl, der schießt dann trotzdem weiter, das bringt ja irgendwie gar nicht so viel. Ja, komm, die Elfe wechselt mal zu Fernkampf, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, aber das verbraucht jetzt eine Aktion und die kann nur den Kultisten damit angreifen. Ja, soll sie ruhig mal erstmal machen, bis der tot ist, oder? Achso, ja. Also wie gesagt, es könnte ja auch sein, dass das Skelett dann wechselt, wenn der Kultist weg ist. Ja, wobei es halt auch so ein zweischneidiges Schwert ist, weil. Weil wenn die Elfe ohnehin nicht trifft mit ihrem Fernkampf. Ja, stimmt. Okay, sie muss wieder wechseln, das ist jetzt klar. Ja. Oder versuch mal den Angriff. Ja. Der Zwerg schafft keine einzige Attacke. Oh. Starr vor Angst ist man da. Ah, Totenangst wahrscheinlich. Hm, stimmt. Gundolf kämpft gerade gegen zwei Skelette, das ist auch nicht so optimal. Mhm. Aber was soll er tun? Jetzt soll er machen? Er hat noch genug Laser, um da vorne ein bisschen zu stehen. Ja. Und er teilt ja sogar was aus. So, Delo muss auch wieder in den Kampf. Das geht Delo nicht. Hat aber auch wirklich genug Punkte, ja, um in den Kampf zu gehen. Nicht genug Bewegungspunkte, aber genug Lebenspunkte. Ja. Jetzt riecht der Gundolf aber so ein bisschen ab. Und Gerbord auch. Mhm. Ja, aber noch. Nee, noch würde ich ihn auch drin lassen, ja. So, okay, soll ich jetzt mal versuchen, nochmal zu schießen? Ja. Nee, komm, die wechselt doch direkt am besten. Lass die ins Schwert wechseln und dann. Jetzt musst du nur irgendwo hinkommen, wo sie. Ja, ich würde sagen, unterstützt mal die Magier hier, also links neben den Ding, das genau dahin, ja. Nein, ach Quatsch, ich dachte, ich wäre bei der Elfe. Hm. Da war sie nicht mehr genug, ja. Sehr gut. Ein Sketch schon mal tot. So, der Zwerg. Okay. Hätte nicht direkt da das Skelett angreifen können? Ach, das ist ja auch noch ein Skelett, ja, scheiße. Wieder eine Runde voll. Ja. Verloren. Gundolf nochmal getroffen worden. Die ist wieder starr vor Angst. Der ist flüchtet. Nee, doch nicht. Nee, das stellt sich in Position zum Schießen. Und da mal. Geht auch ein bisschen Astralenergie. Sehr gut, sehr gut. Ja, Gunnolf geht weg. Ja.
ist die Frage. Dilo ist immer noch voll im Saft. Ich würde sagen, der geht mal hier zu dem anderen. Ja, lass ihn auf jeden Fall nochmal mitkämpfen. Sehr gut. Minus 11 LE. Der Zwerg schafft natürlich wieder keine Einzelattacke. Ja. Sehr gut, 2 eben. Sehr gut, das Ding ist auch weg. So, Gerbert ist, ja, geht noch so gerade eben. Weißt du, soll er noch weiterkämpfen? Eigentlich gar nicht mehr notwendig. Ne? Der ich würde auch sagen, schon den mal. Ja. Hol den Zwerg mal ran. Ja. Und die Mandara kann auch eigentlich mal da bleiben, wo sie ist. Ja. Die ist auch nicht mehr so ganz saftig. Der flüchtet auch. Nee, doch nicht. Ach Mann, jetzt war der flüchtet, Alter. Will nur schießen. Ja, Dedo hat noch keinen einzigen Schadenspunkt bekommen. Kann sogar noch angreifen, diese Runde. Ah, Cyber schreibt mir gerade, die Verbindung ist wieder weg. Offenbar bin ich wieder offline. Ich mache den Kampf jetzt nochmal eben zu Ende. Schreib mal eben zurück. Hier auch irgendwie nicht senden. Ach, scheiße, gar nicht. Okay, da hat sich wieder was getan. Kann sein, dass. Ja, wobei ich kann jetzt ja auch nicht abheben, solange ich hier im Spiel bin bei Skype. Ich müsste das Skat mal umzingeln, damit er nicht immer wieder abhauen kann und sich in Schussposition bringen kann. Jetzt dürfte er, glaube ich, nicht mehr wegrennen. Muss nur noch irgendwie mal die Attacke gelingen. Ach komm schon jetzt. Sehr gut, die Elf hat es mal wieder geschafft.
Die ist nicht so sehr behindert durch ihren Rüstungsschutz, der relativ gering ist. Sehr gut. Jawohl. So, jetzt ruft Zeba gerade an. Ich kann aber nicht annehmen, solange ich im Spiel bin. Oh, jetzt sind auch noch welche krank. Oh, scheiße. Ja, ja, ist ja gut jetzt. So. Ja, ist ja gut. Ich bin das Floß. So, jetzt speichere ich mal ganz kurz. Was haben die jetzt jeweils? Krank. Okay. Dann gehe ich mal kurz aus dem Spiel raus, um Server anzurufen. Hallo, bin wieder. Jo, also, Kampf ist gewonnen. Zwei sind krank von uns. Und da steht auch Klar. Und da steht auch nur krank ohne irgendwie. Ja, vielleicht brauchen wir einen Arzt, der eine Diagnose durchführt erstmal. Ja, ich habe die Bildschirmübertragung mal wieder gerade gestartet. Sehr gut, langsam kommt auch was. Und dann können wir wieder rein. Beim Überqueren des Flusses sind natürlich auch wieder ein paar Leute fast ertrunken, das ist ja normal. Klar. Okay, ja. Ja gut, ich meine, wir haben ja auch mit Untoten gekämpft und haben zweimal den Fluss überquert. Kein Wunder, dass wir da krank werden. Ja, nur was tun wir jetzt gegen die Krankheit? Ja gut, hat irgendjemand Talent anwenden, Heilkunde Krankheiten? Stimmt. Wo ist Talent anwenden nochmal? Der muskulöse Arm da vielleicht? Die hat schon irgendwas. Okay, wir müssen erstmal schlafen. Okay. Ich hatte eben noch nichts gemacht, aber keine Ahnung. Vielleicht haben wir auch einen Heiler in Oberorken. Das wäre natürlich prächtig. Ich gehe noch eben weiter. Ja. So. Ja gut, wenn es einen Heiler gibt, hat er ja zu. Ja. Das scheint ja sogar, das Gasthaus wahrscheinlich scheint ja sogar so ein kleines Dorf zu sein, mit ein paar mehr Sachen. Ifirn-Tempel, Hallener Meister Veridis. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lassen wir den mal gucken, aber wahrscheinlich ist er zu. Nein, er hat offen. Nice. Gift neutralisieren, Wunde behandeln. Wunde behandeln. Und Krankheiten behandeln. Genau. Gerwald. Boah. Junge, Junge, Junge. Ich würde sagen, wir versuchen es erstmal selber noch. Ja, wir versuchen es erstmal auf die homöopathische Art und Weise. Das wäre doch ein bisschen heftig dann von den Kosten. Ja. Also wahrscheinlich kann man in der Herberge selber auch nochmal versuchen, Krankheiten zu heilen. Stimmt. Und was ist da unter der Herberge? Das andere mit dem Kelch ist einfach nur eine Taverne. Taverne, ja. Oder ist auch ein Gemischtwarenhändler da, wo wir Loot verkaufen können, das ist alles gut. Ja. Ah ja, was haben wir eigentlich bekommen eben für den Kampf? Ich kann mal gucken. Genau, wo stehen wir überhaupt abenteuerpunktemäßig? Oh! Ja. Das hat jetzt was gebracht. Das war gut. Ja. Okay. Gut, essen können sie auch mal erstmal alle was. Ja. Thank you.
Leider wird hier nicht angezeigt, was sie für einen Talentwert hat. Mhm. Die kann sich nicht selbst behandeln, okay? Und das denn nicht? Ja gut, aber... Oh. Antikrankheit. Ja gut, okay. Das heißt, wir müssen das Geld ausgeben. Scheiße, okay. Ja gut, die können so einmal... Nee, wahrscheinlich gilt das jetzt genauso. Ich meine, es steht auch gar nicht... Ach, Wundfieber, das steht da jetzt. Und hier steht einfach nur krank. Ja, aber bei dem Gerbold jemand die Diagnose gestellt hat. Ach so, okay. Also es scheint tatsächlich so zu sein, wie ich eben scherzte, dass jemand erst die Diagnose stellen muss, was der hat. Ja. Aber bei Gerbold haben wir genau konkret nachgefragt. Ja, das stimmt. Merk aber, dass wir uns hier ein Zimmer gemietet haben, weil wir hier dann noch nachher übernachten. Ja. Nee. Was ist das immer? Das ist aber echt teuer, krank zu werden. Ja. Oder wir beten ein bisschen um Wunder. Ja, ich weiß nicht, also Ethan ist jetzt nicht direkt zuständig für Krankheit, ja. Bitte. Ach, das war ja der Heiler, ja. Genau. Das oberste ist es, glaube ich. Können wir einen feilschen? Nee, können wir nicht. Ja, das ist ja derselbe Preis nochmal. Ja. Wir können aber im Gemischtwarenladen jetzt mal gucken, ob wir da gut die gefundenen Pflanzen verkaufen können. Stimmt. Wenn wir sie schon zum Heilen nicht benutzen können. Genau. In eine andere Richtung ist es, glaube ich. Der Gemischtwarenladen ist ja da unten, das Grüne. Der Waage. Und was da ist das auch wieder ein Waffenstand. Genau, lass erst zum Gemischtwarenladen gehen und danach. Ja, das übrigens. Okay, dann gehen wir erst schlafen. Guck mal eben, Waffen wahrscheinlich auch. Das sind ja Marktstände hier. Naja, ja, aber ich geh noch mal eben zum Waffen. Aber da können wir können auch eh überall alles verkaufen. Okay, egal. Ja, stimmt. Wir könnten eigentlich hier mal bei dem Schmied jetzt gucken, ob wir vielleicht doch was von unseren Waffen reparieren müssen. Stimmt. Der hat wahrscheinlich auch zu, ne? Wahrscheinlich. Ne, der hat nicht zu, okay. Der ist nicht in der Gewerkschaft. Oh ja, doch einiges. 7 Silberstücke. Ja. Ja, der ist aber der falsche vorne, glaube ich. Ja. Okay, scheiße. Hä? Wie ist jetzt auf einmal? Ich nehme die anderen, genau, den anderen Auftrag, damit wir, wenn wir gleich schlafen gehen können, damit wir die... Ich verstehe gerade überhaupt nicht. Musst wahrscheinlich wieder raus und wieder reingehen. Ja, wie, hä? Kannst dich nicht bewegen, vor und zurück gehen. Ah, okay. Ja, okay. Hä? Achso, ich stehe vor dem Ding, okay, alles klar. Achso, wir können immer nur eine Sache gleichzeitig abgeben, okay. Ja. Nochmal irgendwas machen? Nee, schlafen. Wenn wir besonders ökonomisch sein wollen, legen wir jetzt für 6 Stunden schlafen, holen dann die Waffe ab, legen wieder für 6 Stunden schlafen. Ja. Schließlich haben wir das Zimmer ja für 24 Stunden gemietet. Ja. Und davon wollen wir auch jede Minute nutzen. Ja, ja, zumal es eine gute Möglichkeit ist, zu überbrücken, dass unsere Waffen repariert werden. Ja, ja, klar. Naja. Okay. Dann wieder die nächste Waffe jetzt. Genau, wobei wir daran denken müssen, dass der die Waffe auch wieder in die Hand gelegt bekommen muss. Ja. Hallo? Geht hier irgendwie nochmal was? So. So, was ist noch? Schwert und 2 Hände. Okay, erstmal 2 Hände. Ach, ich habe wieder den falschen vorne. Ja, egal. Auch das kostet ja schon 2 Dukaten, 7 Silberstücke. Hm. Ja, das Heldenleben ist nicht billig. Ja. Zum Markt, zum Waffenstand? Zum Schmied direkt, genau, also zum Waffenhändler, genau. Ja.
Ja, genau, erstmal hier dem noch so mal in die Hand legen. Ja, genau. Und ja, den Gundor vielleicht nach vorne nehmen. Ich speichere nochmal eben. Ja, sehr gut. Okay. Genau, was ist dieser Stein da, den ich mache? Ach, das vier Bärtige Einbär, das ist eine von diesen, okay. Bringt aber auch nur zwei Heller. Das ist ja fast nichts. Ja, mal gucken, es ist ein universales Heimbild. Ich glaube, das behalten wir lieber mal. Tarnele bringt auch fast nichts. Ja. Die kann man zur Wundheilung benutzen. Die wiegen ja auch nichts, den würde ich doch eher behalten dann wahrscheinlich. Schurinknoll, das bringt was. Das ist ein Rauschmittel, glaube ich. Mhm. Ja, die kann man verkaufen. Der alte. Oh ja, der bringt auch was. Ja. Heftige Magenverstimmung. Und Gift. Okay, ja. Weg damit. Was ist da rechts? Wisselkraut? Ja, ja, ist Wisselkraut, ja. Fördert die Heilung. Ja, gut, das kann man auch verkaufen, oder? Ja. Aber wir müssen ein bisschen auch wieder das Geld reinholen. Ja. Was ist mit der Axt, die da liegt? Sekunde. Axt. Da ist eine Axt, das ist genau das Teil. Das ist auch noch ein Ersatzwaffe. Das ist auch gut so. Die Axt meinte ich, genau. Das Kriegsbeil können wir verkaufen. Ja, genau, da ist ja das Schwert. Genau, genau. Ersatzwaffe. Genau, gehst ganz nach rechts. Na, das ist. Genau. Ja. Kriegsbeil war es, naja. So, und jetzt können wir gucken, ob wir hier noch was verkaufen können. 85 Dukaten haben wir immerhin noch. Ja. Meisterliche Streitaxt. Okay, was hat der... Was kostet die überhaupt? Ja, die kostet 200 Dukaten. Was ist das hier? Felsspalte ist natürlich ganz nice. Der gibt auch nur Parallel minus 2. Ja. Ist eigentlich ganz nice. Was, also 4, 14 Äxte. Also, gucken wir uns die Zeit nochmal eben ganz kurz an. Und dann hat der 15, das ist einmal 4, 14. Und Attackeparade genauso. Und das ist Talentivwaffen, das andere wäre Äxte, ne? Ja, wobei ich glaube, dass der mit Hiebwaffen sogar einen Tick besser ist. Nee, ist mit Äxten besser. Ja, mit Äxten dann lass es tauschen. Ja. Also kaufe ich ja schon mal den Felsspalter. Ja. Wenn wir jetzt 10 rausholen könnten, das wäre schon... Yes. Ja, das ist gut. Das sind 3 Dukaten weniger. So, dann verkauft er jetzt hier das Teil, das Kriegsbeil, ne? Ja. Oder, wobei, vergleich mal Kriegsbeil und Kriegsel. Das ist 0,1 und hat 5 bis 10, ja. Also 0-1, 5 bis 10 und die Hiebwaffe ist 0-1, auch 5 bis 10. Okay, dann können wir auch den Streitkolben verkaufen. Ja. Wenn er das Exo-Talent besser hat. Ja. Dann würde ich sagen, verkaufen wir den Streitwagen, den Streitkolben. So, noch irgendwas? Wow. Ja, die ganzen meisterlichen Sachen können wir uns eine ganze Weile nicht leisten. Ja, aber die mit einem Stern geht sogar. Das sind nur gute dann. Ja. Guter Streitkolben. Mhm. Wo ist der Unterschied dann jetzt? Lass mal eben kurz. Streitkolben hatten wir ja gerade. Das ist eigentlich nichts anderes, nur dass er weniger. Vielleicht hält der besser, vielleicht nutzt er sich weniger schnell ab. Ja. Guter Zweihänder, vielleicht ein gutes Schwert. Meisterliches Schwert kostet natürlich schon ordentlich viel. Gutes Schwert. 19 Dukaten, das geht noch. Ja, aber brauchen wir das wirklich? Naja, wird halt weniger kaputt gehen dann, ne? Ja, ja, gut, das sparen wir über lange Zeit vielleicht schon Geld. Ja, sollen wir es machen? Ein gutes Schwert holen? Ja, da. Für unsere Mandare.
Ja. Der Tutzackmesser hier. Was ist denn da links neben dem? Ist ein Tutzackmesser? Eins runter? Ein Doppelkundschirmer. Okay, ein Doppelkundschirmer. Hier im Torwahl. Schön. Tja. Kommt viele Reisende vorbei. Da ganz rechts da? Da ist eine Bohrensichel sogar. Auch schön, auch schön. Andergaster, krass. Gut, Andergaster kann ich mir noch vorstellen, aber. 5 bis 20. Bamsen. Ja, Andergaster 5 bis 20 ist schon hart. Und soll ich mir das mal für den Jantor holen? Ja, der gibt auch nur minus 2 auf Parade. Also ja, das geht eigentlich, ne? Ja. Ja, komm, lass ihn mal holen. Ja, nimm das, genau, dann nimmst du den Zweihänder als Backup-Waffe. Ja. Was haben wir hier noch? Na gut, die meisten brauchen wir uns gar nicht erst angucken. Genau, die sind zu teuer. Was kostet denn vielleicht so ein Lederhelm noch für die Mandara? Oder Lederzeug? Gibt's hier nicht? Doch, Lederhelm. Oh, Lederhelm. Der ist sogar gut, weil er wirklich nur Boni bringt. Und sonst gar nichts. Also den würde ich dann schon kaufen. Ja, also den. Ich habe also nichts. Können Magier auch den Lederhelm tragen? Spricht eigentlich nichts dagegen, oder? Ja. Aber es gibt nur einen hier. Schön, dann nehmen wir den für die Mandara. Und dann also nehmen wir noch einen. Andergaster, wo war der hier, ne? Genau, nehmen wir einen Andergaster für dich und vielleicht ein gutes Schwert für die Mandara. Mhm. Ja, dann sind wir schon über unserem Budget, das schaffen wir. Ja, wenn wir rausfeilschen können, geht das vielleicht. Ja, das mit den 10% sind wir halt nicht dran. Ja, da lass es ja, ohne das gute Schwert. Ja, ja. Das bringt mir doch einfach nicht so viel. Genau. Ah, scheiße. Was denn? Ihr habt uns rausgeschmissen. Ja, müssen wir halt schlafen gehen und dann versuchen wir es später nochmal. Ja, aber das dauert, glaube ich, ewig. Ach, scheiße, ich habe nur noch einmal jetzt gefeilscht. Okay, ich gehe wieder schlafen. Ja, wir können auch das Schwert von dem Jantor dann verkaufen, weil dann ja die Zweitwaffe der Andergaster ist. Ja. Die Zweitwaffe der Zweihänder. Ja, ne. Also erstmal schlafen jetzt, ne? Mhm. Ja, am besten wieder für 6 Stunden. Ja. Dann brauchen wir auch das Schwert gar nicht zu reparieren. Dann können wir das nämlich verkaufen. Stimmt. Kann man kaputte Waffen verkaufen, sonst muss man einfach. Ja, die ist ja nicht kaputt, die sind ja nur abgewetzt. Ach so, ja. Die kriegen dann weniger Geld für die. Aus dem Fenster unter dem. Hm? Was hat der Jantor hier? Keine Waffe. Achso, ja, weil er die gerade. Das ist ein Freihändler. Ja. Da müssen wir nur gucken, welche die abgewetzte Waffe ist. Die ist gut. Abgewetzt vom Gerbert. Genau, dann gib dem das Schwert und gib dem als Ersatzwaffe noch das Schwert vom Jantor. Und das abgewetzte Schwert verkaufen wir dann und kriegst ja den Andergaster. Moment, wieso sind die jetzt beide hier gut? Hä? Ja, die sind alle gut, aber das ist halt gut und abgewetzt. Ach so, okay, ja, ja. Ah, jetzt komme ich hier wieder nicht raus aus der Scheiße. Wir schlafen jetzt noch für den Restzeit, für die wir das Zimmer gemietet haben. Und da versuchen wir nochmal bei dem Waffenhändler. Ja, weil der hat schon ganz gute Ausrüstung. Ja. Finde ich auch witzig, dass der Typ hier oben in der Pampa eine größere Auswahl hat als der in Torwahl. Ja.
Also 11 Stunden werden die Rest sein. Ja, ja. Ja, jetzt hat der Typ wahrscheinlich wieder geschlossen. Ja. Ich weiß eh nicht, es kann durchaus sein, dass der 24 Stunden sauer ist. Ja. Wir können doch mal hier dann einfach bei den Leuten an der Tür klopfen. Okay. Kein Zutritt hier. Hat sich ja gelohnt. Was wir an Geld hier lassen, da sollten wir eigentlich mal ein bisschen freundlicher sein. Ach, ich gehe in die falsche Richtung. Ja, vor allem, wir wollen ja super viel Geld hier lassen, aber der Waffenverkäufer lässt uns nicht. Ja. Ab 7. Was haben wir? Ja, dann leg dich noch hier auf die Straße für eine Stunde. Ja, wir können sogar fast warten. 6.11 Uhr. Ja, komm, okay. Ne, man kann ja immer mindestens 3 Stunden nur schlafen. Ja, dann schlafen wir halt 3 Stunden, also. Ne, 2, okay. Scheiße. Okay, mal gucken, was der Marktstand hat. Wenn der besetzt ist? Ja, sieht so aus. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, vielleicht hat er ja auch einen Undergast da. Ja. Nein, der hat extrem hat wenig. Nicht, der hat fast nichts. Und einen Lederhelm wollten wir auch noch kaufen. Hat er einen Lederhelm gehabt? Nee, hat er auch nicht. Nee. Aber es gibt ja noch einen anderen Waffenstand, oder? Warte. Ja, da hinten. Na, was ist denn hier wieder los? Hallo? Hallo? Das ist ein komischer Scheiß hier jedes Mal. Nee, das auch so oder nichts. Was ist das Kettenzeug da? Das ist ergänzend wahrscheinlich nochmal, ne? Erhöhten Rüstungsschutz nochmal um 1, aber auch, ja gut, die Parade um 1. Ja, wobei das Kettenzeug, wir sollten halt, wenn dann schon gucken, dass wir das Plattenzeug kaufen. Ja, weil das stimmt. Bisher ist es nicht so das Problem, dass wir zu häufig getroffen werden und bis ja. Ja, wollen wir nochmal 24 Stunden uns hier auf die Straße legen? Ja, wir können nochmal Staubzauber machen und sowas, ja. Genau, der Delo kann nochmal einen Staubzauber machen. Yes. Sehr schön, er hat jetzt auch das Seil. So, ich hoffe, der Händler hat sich beruhigt. Ja, speichere jetzt nochmal. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Staubzauber sicher. Nein! Immer noch? Fast 2 Tage später. Ja. Ja, oder bleibt der für immer sauer jetzt? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Es war vor allem absolut keine Absicht. Also ich weiß gar nicht, was ich jetzt da großartig verbrochen habe. Also ich hab irgendwie... Naja, du hast ja 2 Mal hintereinander für 10% gefeilt. Vom ersten Mal. Ihr könnt euch das nicht leisten. Ach so, ja, okay. Ich dachte, hätte der gar nicht gefeilt, als das kam. Ihr könnt euch das gar nicht leisten. Hm. Ja, und vor allem, dann haben wir ja auch noch mal ein Item rausgenommen. Ja. Dann quasi für was anderes um 10% gefeilt. Ja. Selbst das feind ja schon. Dann ja. Lass uns doch eben die Stadt verlassen, in eine Richtung reisen, wieder zurückreisen, vielleicht hilft das ja. Gut, dann können wir jetzt auch gleich nach Feldstein. Also ich meine, da müssen wir sowieso hin. Ja, ja, genau. Dann gucken wir, vielleicht können wir was einkaufen. Oder wir kaufen es am Rückweg, genau. Keine Kräuter.
Immerhin ein Dornstängel. Klarer Himmel, kalt. Am Wegesrand erkennt ihr eine einladende Lichtung. Es scheint ein Idee. Sehr gut. Ah, immerhin ein bisschen Kraut. Es wird doch immer weniger. Ja, aber die sind ja auch alle jetzt voll. Früher war es standardmäßig 7 Stunden, dann 6 und jetzt bist du auf 5 runter. Nee, die sollen mal weitergehen jetzt. Nur wenige Schritt vom Weg entfernt könnt ihr einen menschlichen Körper im Gebüsch liegen sehen. Oder besser, was von. Natürlich genauer oder so. Offensichtlich wurde der unglückliche Wanderer das Opfer von Wölfen. Nicht. Okay. Ist ja noch leicht. Natürlich auch Grabräuber, ist ja klar. Klar. Amulett. So. Jetzt sind wir endlich da, wo wir eigentlich hin wollen. Ja. Schlauer Maske. Okay. Natürlich wieder mitten in der Nacht jetzt da. Ja. Ronald Beckers. Ich würde sagen, wir gehen mal auch in diese Rolle jetzt hier rein. Gespannt. Der Käsetoast wieder. Ja, auch das tun Helden. Auch das tun Helden. Ein Schluck Feuer, okay. Also haben wir Schnaps bekommen. Ja, aber wir sind nicht betrunken. Ich glaube, wir haben auch. Wir haben es einfach im Gepäck jetzt wahrscheinlich, oder? Nee, aber wir haben doch mit dem gezecht, oder nicht? Ach so, okay. Ja, ich hab's nicht so genau. Ich dachte, wir hätten es einfach so bekommen. Also wir haben, klar, wir haben das prima Feuer so bekommen, aber wir haben, glaube ich, auch einfach mit dem gezecht. Ah, okay. Taverne, Firun-Tempel, Herberge. Ja. Tja. Wie wir müssen vielleicht... Ah, da ist ja noch jemand. Ja. Fionia ist dort dir. Okay. Ja, dann reden wir noch mal. Was ist das andere? Die andere Sonnenscheibe hier? Ja. Thomas, ja. Oh, okay. Eine alte Ruine, okay. Na gut, das hat uns auch nicht so viel weitergebracht.
Das war's, ne? Da müssen wir vielleicht auch einfach blind von Haus zu Haus gehen, weil... Ja, stimmt. Es könnte natürlich sein, dass man einfach überall mal rein muss. Den Klinkenputzen machen. Ein einfaches Haus und feststellen. Wir wissen ja auch tatsächlich nicht, in welchem Haus die wohnt, also... Ja, stimmt. Das ist der Tempel jetzt, oder? Ich sehe leider überhaupt nichts. Hier waren wir schon. Weswegen sind wir nochmal genau hierher gekommen? Dieser Typ, ich hab von East Life irgendwas. Der letzte war, der mit dem Higgelig da gesprochen hat. Euch kommt eine junge Frau entgegen. Auf dem Gesicht trägt sie den Ausdruck höchster Verzückung. Mhm. Und sie streckt, als sie ins Gesicht sieht. Da brennt doch offensichtlich Licht. Tja, wir sind hier nicht so beliebt. Das Haus da links auf der Ecke. Was macht das hier? Das links raus davon. Hier. Raus. Oh Mann. Links davon? Also, wie meinst du das jetzt? Von wo aus gesehen? Hier? Jetzt ist wieder vorstanden, genau. Das da auf der Ecke. Das ist von der Taverne, oder? Gemischtwaren. Warenhändler, okay. Vielleicht weiß der irgendwas. Ja, ist ja wieder oben. Oder müssen wir gleich mal in der Taverne hier umhören. Ja, genau, lass mal in die Taverne gehen. Warte, ich geh doch mal eben kurz hier rein. Ihr betretet die Taverne. Es sind nur wenige. Der Wirt schaut euch fragend an. Nicht so hastig, meine Freunde. Wie wäre es zunächst mit einem Bier? Ja, sicher. Und später stehen die bestellten Biere vor euch auf der Theke. Es mag kein Verdoker sein, aber es ist... Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht kann ich euch ja anders weiterhelfen. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Nur zum Beispiel... Aber ob euch das weiterhilft, weiß ich natürlich. Der Wirt zuckt mit den Schultern. Noch bevor tritt zu euch an die Theke und mustert euch kurz. Okay. Klar. Ein Blick trifft eure Waffen. Wirt, bring dein gutes Hausbier. Gestatten. Ah, okay. Ah, da haben wir ihn ja. Ich finde, es ist eine sehr gute Moral, die da an unsere Kinder weitergegeben wird. Wenn du nicht mehr weiter bist, erstmal in die Kneipe. Ja. Erzählt ein wenig über den Ort, seine Geschichte und von Heldentaten, die... Todderschladen und Oberorken, ja! Hat. Das stimmt. Das hat aber völlig recht. Tja, meine neuen Freunde... Auch ich muss jetzt leider nach Hause. Es war nett, euch kennenzulernen. Was? Ist einfach weg jetzt. Nee, das geht aber so nicht. Es ist immer noch nicht besonders viel los hier. In der letzten Stunde ist gerade mal ein neuer Gast hinzugekommen, um an der Theke Platz zu nehmen. Wollt ja, komm, lass mal ordentlich besaufen. Okay, oder so. Ja, das war jetzt irgendwie komisch. Gut, es gab halt die Option, statt sich vorzustellen, zu sagen, ich suche euch, ne? Das wäre vielleicht die bessere Wahl dann gewesen. Ja. Aber ich dachte nicht, dass das dann irgendwie keine Option mehr ist. Okay, wir können natürlich nochmal musizieren. Ups. Vielleicht kann der Zwerg tanzen? Ups, zu musizieren dürfen wir nicht. Jantur, der alte Tanzbär. Okay, komm. Scheiße, was war das denn jetzt gerade, Mann?
Vielleicht finden wir ihn jetzt ja zu Hause. Also hier ist kein neuer Stern zusammen dazu gekommen. Ja, komm, machen wir doch Folgendes. Wir gehen ja nochmal in die andere Kneipe. Vielleicht ist der da jetzt auch. Ja. Ihr betretet die Taverne. Es sind nur wenige. Der Wirt schaut euch fragend. Der Wirt füllt ein Pack. Der Wirt beachtet euch nicht weiter. Der Wirt bringt euch das Best. So ist es. Was? Sicher. An der Theke winkt ein bornländischer Händler mit einem leeren Bierkrug. Er wohnt ganz in der südöstlichen Ecke, das Haus mit der Treppe. Und damit verschwindet er. Südöstliche Treppe. Südöstliche euch an Ecke. Die Theke und mustert euch kurz. Gern doch. Wirt, bring dein gutes Hausbier. Darf ich mich schon wieder vorstellen? Jetzt kann ich aber nicht mehr als andere. Ist es nicht jemand anders? Achso, stimmt. Sollen wir Torfin sollen, ist doch jemand anders, oder stimmt, nicht? Stimmt. Erzählt ein wenig über den Ort, seine Geschichte und von Helden, die angeblich vollbracht hatte, ehe er sein Leben in ruhigere Bahnen. Weg nach Orkan, okay. Tja, meine neuen Freunde, es ist immer noch nicht Okay, jetzt ist der erste betrunken. Jawohl. Gut, dann lass uns mal in dem betrunkenen Zustand jetzt zu südöstlichen Haus gehen. Ein großer Wander. Drei Novadi hier im hohen Norden. Mit Rennkamelen. Rennkamelen durch die Straßen in dem verzweifelten Bemühen, dem Ja, die suchen Jesus. Okay. Südosten. Das Haus mit der Treppe. Das ist der Stern da doch. Ah, ja, okay, oder? Ja. Mann, ist einem doch nicht so schwer. Aber interessant, man hätte das Haus auch so finden können, aber das war halt die schnellere Methode jetzt. Ja. Oho, Besuch! Ein sehr alter, weißhaariger Mann tritt aus dem Haus. Ha, junges Gemüse! Was wollt ihr denn vom alten Island? Der Hetman schickt uns. Ja. Hügelig. Dass sich für den noch einer interessiert. Nein, ich schaue ihn fragend an, oder? Ja. Ja. Da kann ich ja vielleicht weiterhelfen. Ich kenne da nämlich noch ein paar Leute. Warnheim. Eliane Windenbecker, die hatte ich auch schon aufgeschrieben wegen irgendwas. Ja, okay, aber dafür braucht man ja nicht nur herkommen. Nee. Jorge Torfinson in Skull, schreibe ich auch nochmal eben auf. Ja. Aber es ist auch schon viel so dieses Rumfragen und dann bei irgendjemand anders nochmal fragen und so in diesem Spiel, ne? Das ist halt so richtig klassisches Abenteuer. Ja, ja, genau. Wofür man dann halt mal auch von einem Ende Torwalds ins andere reist. Von vielen Reden ist meine Kehle jetzt ganz trocken geworden. Ihr bleibt doch noch auf einen Schluck. Aber sicher doch. Natürlich. Erst die Hälfte unserer Charaktere ist betrunken. Wo es für so eine wichtige Sache ist... Er verschwindet kurz und kommt mit einem Pergamentfetzen wieder. Da sollt ihr den alten Wisch ruhig haben. Ist das Stück einer uralten Schatzkarte, die ich von Hügelig geerbt habe. Genau, das ist der erste Teil von dieser Schatzkarte. Er bittet euch ins Haus und schenkt euch ein großes Bier ein. Es schimmert bernsteinfarben und schmeckt vorzüglich zu den alten Geschichten, die er euch erzählt. Eine Stunde später verabschiedet er sich von euch. Schön, dass mal wieder jemand an den alten Eastlife gedacht hat. Gut. Dann haben wir das jetzt auf jeden Fall hinter uns. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zu dem Superwaffenschmied, der hoffentlich nicht mehr sauer ist. Aber nee, erstmal speichern.
Oberhaken. Warte mal, wir sollen ja gleich noch nach Skial. Wo ist das? Ach, das ist ganz weit hier. Ja, und aber erstmal nach Oberorken. Ja, genau, aber das ist eh auf dem Weg. Also gehen wir einfach jetzt hier den Weg über Warnheim und dann nach Skial. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Inzwischen hat er sich auch hoffentlich wieder abgeregt. Ja. Am Wegesrand erkennt ihr eine Einladung. Schade, keine Tiere. Ja, dann reicht noch 2 Stunden. Ich geh durch, oder? Ja. Gut, wir sind auch zu einer Tageszeit hier. War denn? Achso, Quatsch, ich geh falsch, da war der. Die alte Musik ist natürlich etwas weniger variantenreich, ne? In jedem ja. Dorf ist diese Musik halt. Ja. Ja, danke, dass wir. Danke, dass wir unser Geld über die ausgeben dürfen. Komm, wir unterhalten uns mal ein bisschen mit dem. Ja. Also. Wir wollten den Andergaster. Nee. Den Feldspalter haben wir noch gar nicht, oder? Doch, den haben wir. Ah ja, okay, gut. Wir wollten den Andergaster und wir wollten den Lederhelm. Ja. Irgendwann, wenn wir mal richtig reich sind, dann kaufen wir nur noch meisterliche Waffen. Ja, natürlich. Endurium-Waffen. Ja, ich glaube, die kriegen wir hier nicht. Nicht im ersten Teil. Moment, noch den. Ja, der Helle da, ja. Ah, Gundolf, ja, ist ja richtig, ja. Bringen sonst irgendwelche Umhänge noch was? Weil früher gab es ja auch noch die Umhänge, die nochmal +1 Rüstungsschutz gegeben haben, ohne negative. Nee, weiter. Nee, Probe, bringt alles keinen. Der bringt alles keinen Rüstungsschutz. Das benutzt uns aber halt auch wieder negativ. Ja, das haben wir aber auch schon an. Ja. Der ist auch Plattenzeug hier, oder? Da ganz links. Ja. 10 Dukaten. Können wir uns auch noch leisten. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch einmal Plattenzeug dazu. Ja. 10 erstmal? Ja. Yes. Yes. Genau, den bekommt der Jantur. Den die Mandara und das bekommt ja auch der Jantur, würde ich sagen. Dann können wir aber noch was verkaufen. Das eine Schwert haben wir noch zu verkaufen. Ja, Sekunde. So. 200 ist ein Backup jetzt. 200 ist Backup, genau. Und sie bekommt den Lederhelm. Genau. Und der Jan. Ne, das war's dann. Ja. Das eine Schwert wollten wir noch verkaufen. Wer hat denn jetzt ein Schwert zu viel? Das abgewetzte Schwert. Und der Gundolf hat natürlich auch noch Equipment, das wir nicht brauchen. Stimmt. Also, genau, das ja. Genau, das abgewetzte Schwert. Warte mal, hier haben wir noch Dolche, die können auch noch weg. Genau. Ja, und das Amulett auch. Ja. Heller. Einen Heller. Jetzt steht da leider nicht, ob das abgewetzt ist oder nicht. Die kosten auch beide gleich viel. Den Donnenstängel aber auch noch mitverkaufen. Ja. Für 6 Silberstücke doch auf jeden Fall.
Tja, dann, scheiße. Dann mach's doch so, leg das Schwert ins Inventar vom Delo, dann taucht das abgewetzte Schwert ganz rechts auf in dieser Anzeige. Also ich verkaufe es erstmal. Ja. Ja. Ah ne, Quatsch. Erstmal jetzt das abgewetzte Schwert. So. Das ist abgewetzt. Genau, ist abgewetzt, legst zum Delo rein. Dann dürfte es das jetzt sein. Genau. Na komm schon. Ups, nein, ich wollte die 10 machen. Okay. So, dann können wir wieder speichern. Wir nehmen glaube ich schon wieder ziemlich lange auf. So, mal kurz cutten an der Stelle und dann gleich weiter. Ich würde sagen, lass uns 10 Minuten noch spielen und dann einen richtigen Cut machen. Okay. Weil dann wollte ich mich ohnehin langsam auf den Weg machen. Okay. Dann gehe ich mal auf die Reisekarte jetzt, ne? Ja. Und dann gehen wir nach Warnheim, ne? Also in Richtung auf jeden Fall. Genau. Über. Kannst auch nicht direkt auf Warnheim klicken, oder? Nein. Ich kann auch nicht nach Auplock. Okay. Obwohl wir da schon waren auch, ne? Ja. Das ist echt sehr, sehr mühselig, das Reisen, naja. Mhm. Der Anführer fordert euch auf, stehen zu bleiben. Am anderen Ufer des Yaldorval will euer Kamerad einen... Ja, wir versuchen das nochmal mit den Kräutern. Ach Gott, ja. Wieder das Floß bauen, ne? Ja, wieder das Floß bauen. Ja, ja, sterben wir alle halb dabei, ist klar. Schwimmen sollte man steigern. Nachdem ihr alle glücklich und mehr oder weniger zufrieden... Was geht denn da bei dir vorm Fenster vor? Besoffene, wie immer. Also wieder Mandara auf Kräutersuche? Oder das ist ja der Kräuter... Nein! Ah nein, scheiße, ja. Ah, fuck. Ach, Döner. Ja, jetzt gibt's zumindest mal was zu essen. Ja, okay, fuck. Ja, aber wir sind natürlich genau jetzt hier auf dem Kräuterplatz. Ja, stimmt, da hat man letztes Mal auch richtig geile Kräuter gefunden. Ja. Na, immerhin. Ja, toll, eine vierblättrige Einbeere. Die bringt nicht viel, oder was war das? Ja, die ist halt irgendwie vier Heller wert oder so. Jo. Okay, das war beschissen. Naja, gut. Ja, das hat sich noch nicht gelohnt. Hey, warum bin ich jetzt immer noch hier? Weiß ich nicht. Hä? Hallo? Was soll der Scheiß denn jetzt? Das Kreuz da, Lager abbrechen, ja. Der Delob muss dringend mal regenerieren. Jo. Ich würde sagen, keinen Quarter suchen. Oder ja, wobei den Gundolf kannst du ruhig auf Quarter verschicken, der ist ja voll. Ah, das ist ja gut. Also, was gab's hier nochmal? Nichts Großartiges. Nichts, glaube ich. Also einfach weiter, ne? Ja. Wannersmann hatten wir doch schon eigentlich, dachte ich. Mhm. Ja, wobei, vielleicht haben wir jetzt mehr Wannersmann bekommen. Hm.
Ein Outblock waren wir noch nicht, ne? Da müssen wir dran vorbeigekommen sein, oder? Achso. Hier haben wir noch nicht geguckt, was es so gibt. Können wir mal kurz gucken? Ja. Firun-Tempel. Taverne, schöner Pfeil. Ja, wir können auf ein, zwei Gerüchte einkehren. Ja. Die nehmen wir nochmal mit. Ein Mann mit einer großen Kiste unter dem Arm schiebt sich durch die Menschen und steuert direkt auf euch zu. Extra für euch habe ich hier etwas ganz Besonderes. Den All. Vor Schreck lässt der Mann seine Ware fallen. Passt. Okay. Ihr betretet. Der Wirt schaut euch fragend an. Der Wirt beachtet euch nicht weiter, sondern wendet sich. Der Wirt bringt euch das Wohl. Was wollt ihr denn wissen? Tja, ich weiß eine ganze Menge. Morgen, Oberordner. Zum Beispiel. Aber ob euch das weiterhilft. Das war der Typ wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Es ist immer noch. Ich guck mal, ob die Mandara tanzen kann. Okay, auch nicht. Mensch, so kann ja keiner von uns irgendwas, was legal ist. Weil wir nichts gesteigert haben. Ja. Was da. Also, lass uns bei der Mandara auch ruhig ein bisschen darauf achten, Musik zu steigern. Sechs Heller, der Gerber. Oh, immerhin. Haben wir das Bier wieder drin? Ja. Ja gut, dann mal weiter jetzt. Nach Warnheim ist auch nochmal ein weiter Weg jetzt. Man reist fast in Echtzeit. Ich lasse jemanden. Nee, wohl nee, ich lasse ihn nur rasten, wenn die sagt, irgendwie ein guter Platz im Kreuz oder so, ne? Ja, ja. Der Delo könnte auch schon fast wieder einen Staubzauber versuchen. Ja. Dann soll er erstmal tun, mal gucken, ob es funktioniert. Nee. Einer zu wenig. Fehlt, ja. Beim nächsten Mal dann. Ups. Jeder verhungert. Moment, hat noch auch ständig. Ja, die findet halt fast nie Tiere, das ist halt das Problem. Eins, nur eins, genau. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die immer wieder was findet. Ja, selten, sehr selten. Also, dann müssen wir bei der auf jeden Fall Wildnisleben steigern. Ja, also wir verbrauchen, glaube ich, mehr als. Ja, wir haben hier nur ein Proviant jetzt. Ja. Ja, ist auch blöd, weil wir. Weil wir jetzt. Ja, nur oder wir schicken jetzt mehr Leute los. Ja. Wieder kein Tier, siehst du? Wenn die kein Tier findet, ist es auch unwahrscheinlich, dass jemand anders ein Tier findet, aber gut, wir können sie darauf anlegen, ja. Tierkunde minus 3, ja. Was hat die denn? Ah, so gut sieht man wieder nicht jetzt. Ja, also den Zwerg da im Zweifelsfall, der hat noch die besten Werte. Kann etwas Essbares erlegen. Gut. Sehr gut, dann schicken wir die beiden los und dann schicken wir Delo und. Ne, Gundolf los zum. Nur Gundolf, weil der andere. Der Delo kann jetzt seinen Staubzauber versuchen. Ja. Hat er nicht regeneriert? Ja, anscheinend. Ups, jetzt gibt's auch noch einen Kampf. Gut, nach dem Kampf machen wir dann einen Cut. Ja, wobei der Kampf dauert wahrscheinlich ewig.
wie immer, diese Kämpfe ewig dauern. Es sind aber nur zwei Orks, ne? Ja, stimmt. Gut, also, Gubrosch kann direkt mal zuschlagen. Schafft's leider nicht. Mandara hat jetzt ihren Bogen. Ja, ne? Nee. Ihr Schwert in der Hand. Schwert haben. Ja, die sollen mal wechseln, würde ich sagen, ne? Oder? Ja, ja. Oh, hier ist auch noch so ein kleiner Fick-Goblin. Okay, er ist nur Gubosch die ganze Zeit dran. Sehr gut, er hat mal geschafft zu attackieren. Sehr gut. Yes. Die Orks können anscheinend nicht so viel. Mhm. Und schon macht sich die neue Waffe bezahlt. Ja. Ach, hier ist. Ach, der. Nee, es gibt zwei Goblins, okay. Ja, gut, gegen Goblin kann der Magier auch mal kämpfen. Und trifft natürlich nicht. Mhm. Jawohl. Ordentlich, ordentlich. Attacke Panzer, super. Aber die besseren Waffen machen sich schon in meinem Kopf bemerkbar. Also. Das hat er ja eigentlich selbst verletzt, ja. Ja, super. Der Gundolf könnte doch echt mal locker zaubern. Ja, kann jetzt, ich dachte jetzt bisher, es wäre locker der Kampf, aber jetzt kommt ja noch einer. Mhm. Ah, sehr gut, wieder mal getroffen. Mhm. Gut, Gundolf geht dann mal zwei Schritte zurück und... Ja. Ja, was soll er machen? Fulminictus, oder? Ja. Fulminictus! 10 Lebenspunkte, sehr gut. Ja komm, da kann er jetzt noch hinterher zaubern. Fulminictus! Die Antwort hat auch keinen Attack durchgebracht. Und wieder nicht. Blitz dich, Find.
Was macht der denn da? Warum dreht er sich die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Okay. Er tanzt ein bisschen. Der berühmte orkische Zaubertanz. Sehr gut. Sechs Lebenspunkte. Fulminictus. Blitz dich, Find. Er flieht schon mal. Ja, wer ist das jetzt? Delo, ja, der soll wieder mal abhauen, besser. Ja, gegen Goblin kann der ja mal kämpfen. Ja, trifft doch auch gut. Ganz im Gegensatz zu unseren Kriegern, die nicht so gut vom Treffen. Durch den Rüstungsschutz. Ja. Ja, wobei, also ich meine, die meisten von den Sachen ziehen ja eher von der Parade ab, sah zumindest so aus. Ja, also, stimmt, ja. Viele davon ziehen von der Parade ab, was ja auch völlig okay ist. Wir brauchen ja keinen so hohen Paradewert, wenn wir eine gute Rüstung haben. Also gerade wenn sie dann auch mehr Rüstungsschutz haben, entsprechend. Ja, ja. Ja, aber Treffen ist echt immer noch die große Ausnahme hier. Ja gut, es ist auch, wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Es hat sich ja nichts an deren Attackefähigkeit verbessert. Ja. Wir haben hier nicht gesteigert oder so. Ja. Tanz mehr. Oh Mann, ey, was ist das für ein Scheiß? Der Magier macht jetzt den. Nee. Der macht den jetzt ganz allein fertig. Der Goblin. Jawohl, endlich wieder getroffen. 6 Lebenspunkte. Der Ork-Tanz. Und dann tanzte der Ork. Jawohl. Einer weniger. Die Mandara hat jetzt nur noch 7 Bewegungspunkte. Das heißt, wahrscheinlich hat der Helm einen gekostet. Ach so, okay. Wegen Gewicht, oder? Vermutlich wegen Gewicht. Ja. Oder wegen Behinderung. Nee, die Helm hat, glaube ich, hat, glaub ich, gar keine Behinderung. Okay. Ja, aber die hatte jetzt nur noch 7 Bewegungspunkte. Vorher hatte sie 8. Okay. Ja, kann auch allgemein an Blut irgendwie liegen, was sie jetzt schleppt. Jawohl, der Zwerg hat mal getroffen. 10 Lebenspunkte. Jetzt haut er ab. Nice. Das
So, sollen wir jetzt mal ein bisschen wählerisch werden? Also Knüppel brauchen wir nicht mitnehmen, glaube ich. Glaube ich auch. Nehmen wir mal mit. Die Pfeile auf jeden Fall. Ja. Ja, die Kurzbogen auch. Okay. Ja, den Knüppel dann nicht. Ihr erkennt in der Ferne eine einzelne Person, schon wieder das. Die euch auf dem Weg. Die Person, die euch entgegenkommt, ist eine Eltern. Ja, die kennen wir doch schon. Was treibt euch denn in diese einsame Gegend? Ja, begeistert. Ja, alle besoffen. Ich hab auch was zu essen. Wir könnten... Aber wenigstens, wenn man was hat. Alt. Ja. Frau. Bein. Gut. Ja, lassen Sie im nächsten Lager dann speichern. Ja, genau. Und dann cutten wir. Genau. Jetzt noch alle wieder nüchtern. Ja, schnell. Okay, dann speichere ich. So, wie lange haben wir aufgenommen? 1 Stunde und 30 Minuten. Okay, es geht sogar noch.